Hallo liebe Mystery Files Freunde, bei den Rätseln und Mysterien der Welt und natürlich bei den Mystery Files hier ist ja ein großes Thema das Phänomen der UFOs oder wie es so schön neudeutsch heißt, der UAPs. Und da ist ja seit 5 Jahren, seit Herbstende 2017, vor allem in den USA ja sehr viel im Wandel, weil es soll das Phänomen der UAPs, wie es eben jetzt dort genannt wird, der unbekannten Phänomene im Luftraum, komme ich gleich nochmal kurz darauf zu sprechen, soll ja irgendwie vereinheitlicht werden in Sachen UFO-Meldungen von Militärangehörigen und so weiter und so fort. Das muss ich nicht alles wiederholen. Da gibt es ja auf fishinger-blog.de zahlreiche Artikel für und einen davon werde ich euch auch unten mal verlinken und hier auch allerlei Videos. Aber das Thema ist ja dort immer, wie da kommen ja fast täglich irgendwelche Neuigkeiten. Aber das schwappt natürlich dann auch über den großen Teich zu den Medien oder auch Mainstream-Medien hier bei uns in Deutschland, in Mitteleuropa. Und ihr habt es ja an der Überschrift gesehen zu diesem Video, die ist ja sehr provokant gewählt, diese Überschrift, aber sie stammt nicht von mir, sondern ich habe heute Morgen meinen PC angeschmissen und dann bekomme ich immer Neuigkeiten von Google zu bestimmten Stichworten, zum Beispiel auch zum Stichwort UFO oder zum Stichwort Außerirdische. Das nennt sich Google Alert, kann man sich da einrichten und bekommt dann immer so E-Mails. Und heute Morgen war es erschreckend, das allermeiste, was man anklicken konnte unter dem Stichwort Außerirdische, führte zu einer Seite von Report 24, die ich hier gerade liegen habe. Und zwar, so, das ist ein Screenshot, das Titelbild, und zwar eben unter der Überschrift US-Militär erhält Sonderbüro zur Erforschung von Alien-Raumschiffen. Ich werde das gleich nochmal so ein bisschen einblenden, aber so sieht das aus. Und das ist natürlich eine künstlerische Darstellung. Und wenn man sich diese Überschrift anschaut und sich auch mit diesem Phänomen befasst und was in den USA da so gerade aktuell los ist oder seit 5 Jahren, dass sie das Thema wirklich ein bisschen seriöser angehen wollen, dass sie eben tatsächlich ein Büro einrichten wollen, wo solche Meldungen zentral erforscht werden sollen beziehungsweise erstmal registriert werden sollen und dann gucken, was steckt hinter diesen einzelnen Meldungen von zum Beispiel eben US-Navy-Piloten. Das wird ja da verzweifelt versucht, das irgendwie ein bisschen auf eine wissenschaftliche Schiene zu bringen. An anderen Ländern natürlich auch, aber in Deutschland ist das eigentlich irgendwie so ein totes Thema. Aber wenn man dann in deutschen Medien bzw. deutschsprachigen Medien Überschriften liest, wie US-Militär enthält Sonderbüro zur Erforschung von Alien-Raumschiffen, dann muss man sich tatsächlich hierzulande nicht wundern, dass dieses Thema weiterhin ins Lächerliche gezogen wird. Deshalb auch hier dieses kleine kurze Video, denn es ist ja so, wenn wir über die Berichterstattung in Sachen UFO-Phänomen oder meinetwegen auch Außerirdische hier auf dieser Erde aktuell hinter dem UFO-Phänomen, wenn wir hier so hierzulande mal in den Mainstream schauen, in TV-Dokumentationen oder so, das Thema wird ja alles nur mit einem Lächeln betrachtet, im Fernsehen, in irgendwelchen Nachrichtensendungen und naja, in den 90er Jahren in Talkshows, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber man muss sich nicht wundern, wenn solche Überschriften sehr stark in Google vertreten sind und die Leute sehen so etwas, dann denken die auch, was ist denn das für ein Blödsinn? Was dahinter steckt, ist einfach recht einfach erklärt, deshalb auch mein Verweis auf den unten verlinkten Artikel. Es ist so, dass der US-Kongress natürlich schon nicht nur in diesem Jahr, schon auch im letzten Jahr beschlossen hat, dass das eben alles vereinheitlicht werden soll. Die UFO-Forschung soll vorangetrieben werden, die UAP-Forschung und das soll alles zentral in einem Büro hineingepackt werden, eben damit die Leute wissen, wo sie hin können, die Militärangehörigen oder auch meinetwegen Zivilisten. Und dieses Kürzel UAP für unbekannte Phänomene im Luftraum ist dann auch wieder bearbeitet worden, denn das trifft es nicht ganz zu, weil dieses Phänomen ist eben nicht nur im Luftraum, sondern auch im Weltraum und unter Wasser. Da will man das auch wieder ein bisschen vereinheitlichen und man hat da in einem sogenannten Haushaltsausschussplan für die Gelder der Geheimdienste für 2023, also nächstes Jahr, aber auch schon für dieses Jahr, also dieser Haushaltsplan von 2021, hat man dann auch schon gesagt im Kongress, ja, was ein UAP überhaupt sein soll, da wird das eben ganz klar definiert, dass es eben solche Objekte sind, die eben sich aus dem unter Wasser bewegen können, im Luftraum bewegen können und im Weltraum bewegen können oder auch medienübergreifend. Mit Medien ist hier eben nicht die Presse, die Medien gemeint, sondern sie können aus dem Wasser aufsteigen und durch die Luft fliegen, also bewegen sich durchs Medium Wasser
und Luft bzw. Atmosphäre oder auch umgekehrt. Und all das ist dort genau erklärt und von irgendwelchen Alien-Raumschiffen, die untersucht werden sollen, ist da nirgendwo die Rede. Ihr erinnert euch vielleicht an den sogenannten UFO-Report, das Pentagon auch dazu, ich blende mal ein Video dazu ein. Da ist auch nirgendwo die Rede davon, dass da Aliens hinterstecken oder so etwas. In einem Bericht, den ich in diesem Artikel eben diskutiert habe, der unten verlinkt ist, da heißt es auch, dass Objekte, die als menschengemacht identifiziert werden, bestimmt aus einer bestimmten Kategorie herausfallen. Da gab es dann auch wieder so ein paar, zweideutige Meldungen im deutschen Sprachraum, weil das würde ja bedeuten, dass sie Objekte haben, die eben nicht von Menschen gemacht sind. Und all so etwas, schaut man aber sich das genau an, von irgendwelchen außerirdischen und Alien-Raumschiffen ist in solchen Berichten aus den USA eben überhaupt nicht zu lesen. Das können die natürlich nicht ausschließen, dass tatsächlich irgendwie eine außerirdische Intelligenz hinter einigen dieser Sichtungen steckt. Das kann auch kein Skeptiker und kein Kritiker. Meistens wird aber davon gesprochen, wenn man jetzt mal Irrtümer und Verwechslung weglässt, dass da vielleicht irgendwie ein feindlicher, in Anführungszeichen, Staat hintersteckt oder ein Schurkenstaat, dass es vielleicht Technologien von China oder Russland sind, das wird immer wieder erwähnt. Aber nirgendwo heißt es, dass jetzt tatsächlich das US-Militär Alien-Raumschiffe untersuchen will. Ich war wirklich also schockiert, dass ich so eine Überschrift da gelesen habe, obwohl der Artikel selber, der Überschrift hier bei Report 24 tatsächlich widerspricht. So wird das tatsächlich nie etwas, dass irgendwie das Thema einmal seriöser angegangen wird, in der Öffentlichkeit vor allen Dingen ein bisschen seriöser betrachtet und angesehen wird. Denn auch heute noch, wir haben jetzt September 2022, wird ja jeder, der sich mit dem Phänomen der fliegenden Untertassen oder so beschäftigt, wirklich mit einem Lächeln angeschaut. Wenn man sich nicht unter Gleichgesinnten so unterhält, dann halten die meisten einen so im privaten Umfeld oder so etwas ja sowieso für verrückt, für dämlich, für doof. Aber das war schon vor 50 Jahren so, das war schon vor 70 Jahren so. Das Thema ist eben bei uns wirklich immer noch ein rotes Tuch. Ich verstehe es nicht, deshalb auch dieses kurze Video, war ein Feedback von euch, wäre mal ziemlich cool fallen. Vielleicht versteht ihr ja, warum das so ist. Also ich verstehe nicht, warum im deutschen Sprachraum das Thema so stiefmütterlich behandelt wird. In den USA natürlich immer wieder USA, aber auch Frankreich. Es gibt einen UFO-Report aus Frankreich übrigens, der diesen sogenannten UFO-Bericht des Pentagon wieder in Anführungszeichen bei Weitem in den Schatten stellt. Auch dazu blende ich mal eine Infokarte mit einem Video ein. Aber auch Brasilien, Argentinien und andere Länder, die gehen da viel sachlicher, seriöser heran an das Thema, wollen es eben tatsächlich wissenschaftlich erforschen, wissenschaftlich dokumentieren. Sie wollen schauen, was steckt dahinter. Und natürlich, eigentlich in jedem Falle auch immer, ist es eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Nicht, weil jetzt eine Alien-Invasion kommt, keine Bedrohung von Außerirdischen, sondern weil ja tatsächlich da eben ein Drittstaat hinterstecken könnte, der sie quasi ausspioniert, die gewissen Länder in Verletzung des Luftraums und all so etwas. Und da muss man ja ganz nüchtern und klar sagen, das ist natürlich eine Bedrohung, wenn unbekannte Objekte in einem staatlichen Luftraum eindringen und womöglich auch noch von Piloten gesichtet werden oder auf Radar. Da sollte eigentlich keinerlei Zweifel daran bestehen, dass das so ist. Aber ich finde solche Nachrichten schockierend und deshalb ein kleines, kurzes Video zu diesem Thema und deshalb auch eben, ich muss es nochmal betonen, dieser provokante Titel dieses Videos hier, seht es mir bitte nach. Könnt mir gerne einen kleinen Daumen hoch geben für dieses spontane, kleine Mini-Video. Lasst auch gerne ein Abo da und vor allen Dingen eben ein Feedback, was ihr davon haltet, dass so etwas durch die Presse getrieben wird. Damit sage ich mal tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Video auf den Spuren von Alien-Raumschiffen oder irgendwelchen Phänomenen, die wir kennen oder nicht kennen. Ciao, tschüss, euer Lars.